Vegane Parfums zu finden ist gar nicht so einfach. Wenn man so einen Duft von früher hatte, sucht man den natürlich, überlegt, will ich den jetzt von der Marke holen oder nicht. Eine wunderbare Alternative ist der Laris und ich stelle euch heute den Duft mit der Nummer 151 vor. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich stelle euch heute mal wieder ein veganes Parfüm vor. Heute ist es die 151 von Larisée. Sie heißen Larisée, aber ich tue mir irgendwie einfacher, wenn ich Laris sage. Ich bin auf diese Marke gekommen durch eine Zuschauerin, die ich an der Stelle wieder grüßen möchte. Für mich war das damals wirklich schwierig, Düfte zu finden, die vegan sind. Ich bin nun mal vegan geworden und die nach einer Qualität arbeiten, die eben hochpreisige Parfums tun. So, dass du eine Kopfnote hast, dass du eine Herznote hast und dass du eine Basisnote hast. Und das habe ich bis dato tatsächlich vermisst. Das gab es einfach nicht. Und als ich die ersten Düfte hier gerochen habe, ich habe ja auch so ein Set mir gekauft, um mal so ein bisschen die Sachen von Laris kennenzulernen. Ich werde dir mal alles, was ich bis jetzt über Laris an Videos gemacht habe, werde ich dir mal unterm i verlinken. Und da war Poison Girl von Dior eins davon. Es gibt eben auch eine Tube-Liste, die findest du auch unten in der Infobox verlinkt. Und da ist eben dieses Parfüm auch eben mit dabei. Diese Düfte kosten je Flasche 19,95. Man kann eben auch eine große Flasche nehmen. Aber ich finde das richtig in Ordnung und man hat qualitativ was richtig Gutes. Duftzwilling bedeutet, das ist nicht haargenau am Original, aber meine Nase riecht das nicht. Also kann euch jetzt nicht sagen, irgendwie, dass da irgendwas anders riecht. Also ich habe tatsächlich Poison Girl mal gehabt und nö, ich kann euch echt nicht sagen, dass das irgendwie anders gerochen hat. Ich werde euch ebenfalls auch mal die Webseite unten verlinken, weil da könnt ihr nämlich auf den Duft drauf gehen und mal gucken, was in der Kopfnote, was in der Herznote und was in der Basisnote drin ist. Und die sizilianische Bitterorange, die riecht man am Anfang. Ich würde jetzt nicht sagen, so Bitterorange, aber es ist eine besondere Orange, die du rausriechst. Ich mag ätherische Öle unwahrscheinlich gerne und da ist mein Favorit Orange. Und da bin ich so ein bisschen dran erinnert gewesen. Das ist eine nicht ganz so süße Orange, aber bitter. Meine Nase ist nicht so geschult. Herznote ist das, was so als zweites rauskommt, so wenn der erste Schwall so weg ist vom Parfüm. Das zweite, was man so riecht, so wird es dann interessant. Ich finde das halt echt wichtig, wenn ihr ein Parfüm auch arbeitet, sprich, wenn es mit dir den Tag übersteht und vielleicht am Abend noch so ein bisschen riecht. Herznote, Hammer, Gras de Mai Rose, Damazeso Rose. Und ich war immer der Meinung, Leute, dass ich Rose, das ist nicht so meins, ne? Aber man muss von Rose zu Rose halt wirklich auch unterscheiden und gerade die Kombination mit den anderen Sachen. Ich glaube, das macht die ganze Sache so ein bisschen rund, ne? Also ich selbst kriege von der Rose auf meiner Haut nicht so viel mit. Es ist was Florales da. Ich mag eher pudrige Düfte und so ist das jetzt auch eher ein pudriger Duft. Was bei mir aber am allermeisten rauskommt, das ist die Basisnote. Das ist das, was deine Haut mit dem Parfüm macht sozusagen. Das ist das, was für dich selber steht sozusagen. Jedes Parfüm riecht an jedem natürlich irgendwie ein bisschen anders. Das ist keine neue Information. Und da haben wir eben jetzt Tonkabohne und Vanille. Und da riecht es ganz extrem. Wenn dieses Parfüm bei mir ein paar Stunden alt ist, dann riecht das fast nur noch nach Tonkabohne und Vanille. Und das ist das, was ich an dem Parfüm nicht mehr so mag. Lustigerweise fand ich es als Probe unwahrscheinlich interessant, da ich eben das Original auch hatte. Und jetzt mag ich das lustigerweise gar nicht mehr so. Ich würde jetzt nicht sagen, nicht mögen, sondern wenn ich wählen durfte zwischen anderen Parfums, die mir auch gefallen, würde ich das eher stehen lassen.
Wer jetzt beispielsweise Poison Girl ganz gerne mag oder ganz gerne mochte, der sollte das unbedingt mal ausprobieren. Da kann ich das wirklich empfehlen, weil wie schon erwähnt, diese Düfte machen was, ne? Also die arbeiten. Dein Schal riecht am Abend noch so ein bisschen danach, deine Haare riechen noch so ein bisschen danach. Also man darf auch nicht zu viel draufpacken, weil das ist eben Parfüm. Und da haben wir eben diese Qualität, dass es eben stärker ist und länger anhält. Und mit dieser Flasche kommst du halt echt super lange hin. Na, also mit diesen 50 Millilitern, das entspricht ja einem Originalflakon. Und die Düfte von Laris sind halt deswegen auch so günstig, weil sie auf diesen aufwendigen Flakon verzichten und sie eben hauptsächlich im Internet verkaufen. Da gibt es immer wieder so Aktionen, wo man mal was zu 30% bekommt oder wenn man zwei Flaschen kauft, eine geschenkt bekommt. Müsst ihr halt euch echt mal auf die Webseite, müsst ihr echt mal drauf gucken und auf jeden Fall mal so ein bisschen rumprobieren. Ich kann auf jeden Fall dieses Duftset, was ich auch schon vorgestellt habe, unter dem i schauen. Da habe ich es verlinkt. Das kann ich definitiv wirklich empfehlen. Und wer sowas Vanillemäßiges, Tonkabohnemäßiges, was sehr weich und cremig riecht, wer sowas mag, für den ist vielleicht die 151 was. Mein Favorit ist es lustigerweise nicht mehr. Ich habe mir ja dieses Parfüm ausgewählt, weil ich es gerne mochte. Aber dann im Laufe der Zeit, und ich habe jetzt ja auch schon einiges verbraucht, habe ich festgestellt, ist nicht mehr ganz so meins, lustigerweise. Kennt ihr sowas, wenn man so die Einstellung zu einem Duft irgendwie verändert, weil man ihn ja auch dann später ganz anders wahrnimmt? Das ist eine richtig interessante Angelegenheit, weil am Anfang ist so ein Duft so extrem vordergründig, später riecht man ihn vielleicht nicht mehr so intensiv und da merke ich halt einfach diese Vanillenote, und diese Tonkabohnennote, das ist nicht so hundertprozentig meins mehr. Wie sieht es bei dir aus? Schreib mir gerne mal deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn du möchtest, und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!